Hallo Leute, hier ist wieder Füße aus Berlin. Heute mal ein What I Eat in a Day Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, schaut zu. So, und jetzt zum Frühstück erstmal ein Ice Cream Porridge. Sieht das nicht aus wie so ein Dessert? Die Ice Cream Porridge Saison hat schon wieder begonnen. Es ist wärmer. Ich kann mir ein Eis zum Frühstück gönnen. Okay, jetzt 2 Stunden später 3 Mandarinen. Jetzt esse ich so kurz vor Mittag. Jetzt sind wieder 2 Stunden vergangen. So ein Zucchini-Essen, so eine Zucchini-Lasagne, die ich mal von Attila Hildmann gemacht hatte letztens. Habe es aber noch ein bisschen abgewandelt. Und das ist diesmal auch mit so einem Fertig-Soja-Produkt. Ja, damit es einfach schneller geht. Und ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Ach ja, ich mache da noch Sojajoghurt drüber. So, und mit dem Sojajoghurt sieht das schon ganz schön lecker aus. So, jetzt ist 1 Stunde circa nach Mittagessen vergangen. Jetzt hier so eine kleine Süßigkeit, dunkle Weintrauben. Für mich ist das eine Süßigkeit, die sind sweet. Und dann hier noch Tee. Und zwar ist das hier weißer Tee mit Rosenblütenblättern. Fairtrade. Und der schmeckt mir total lecker. Ja. Und wenn man so ein bisschen tiefer zum Mittag hin, so ein weißer Tee, genau das Richtige. Jetzt esse ich so eine ganz leckere Linsensuppe. Das Rezept hatte ich ja vor kurzem online gestellt. Ja, die schmeckt so yummy. Ich noch eine Mango und das war's dann, glaube ich, für heute. Wie bei der Mango ist es auch, wie bei der Avocado, ist es bei der Mango auch immer so ein Glücksspiel, ob die gut ist, aber die ist zuckersüß und richtig saftig. Da habe ich richtig Glück gehabt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, einen Daumen nach oben. Wenn nein, einen Daumen nach unten. Über Kommentare würde ich mich freuen. Und aber nicht vergessen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.